Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Der Durchschnittschrist auf YouTube ärgert sich maßlos, wenn Muslime sagen, eure Schriften sind verfälscht. Der Durchschnittschrist auf YouTube sagt, der Muslim, der so etwas sagt, ist satanisch, denn die Bibel ist insgesamt Gottes inspiriertes Wort. Und man dürfte davon nichts ablehnen. Der Muslim hält dem Durchschnittschrist auf YouTube vor, dass die Bibel barbarisch ist und deswegen es unmöglich sein kann, dass dieses alles unverfälschtes Wort Gottes ist. Zum Beispiel im Deuteronomium: eine Vergewaltigte ist zu steinigen, weil sie nicht laut genug geschrien hat. Oder eine Frau, die einem Angreifer zwischen die Beine greift, die ihren Mann bedrohen will, muss die Hand abgehackt werden, sinngemäß. Und viele, viele andere Verse, die bestialisch sind und barbarisch sind. Und da sagen wir Muslime basierend auf den Heiligen Koran, dass der Koran die Wahrheit bestätigt und die Entstellungen korrigiert und das, was der Koran nicht wiederholt und trotzdem in den alten Schriften zu lesen ist, ist entweder von Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Barmherzigkeit übergangen oder ganz einfach, wenn es bestialisch und barbarisch ist, was da steht, ist das, was da steht, falsch. Da sagen wir Muslime und die Hobbychristen oder die Möchtegern-Christen oder Namenschristen oder Durchschnittschristen stellen sich dahin und sagen, nein, die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort, dann sagen wir gut. Dann müsst ihr dieses Wort befolgen, das tun sie dann aber auch nicht. Wenn da zum Beispiel steht und wenn man sie fragt, was muss man mit einem Unzüchtigen und einer Unzüchtigen tun, dann sagen sie, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat alles aufgelöst, wo Jesus ganz deutlich sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen. Also auch nicht mit einer Kreuzigung oder sonst irgendetwas, ich bin grundsätzlich nicht gekommen aufzulösen. Jeder Mensch muss die Gesetze einhalten. Ja, nicht mal das kleinste Gesetz dürft ihr auflösen. Wer das kleinste Gesetz, das Jota, das heißt nur ein Buchstaben davon auflöst, der ist der geringste im Himmelreich. Der sagt, ihr sollt nicht meinen, und noch deutlicher, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, aufzulösen. Das bin ich nicht. Und er bekräftigt das Gesetz. Ja, er bekräftigt das Gesetz. Und zum Beispiel beharrt er darauf, dass Kinder, die ihre Eltern fluchen, was ist mit denen? Die sollen sterben, gemäß Alten Testament gesteinigt werden und auf Unzucht, um darauf zurückzukommen, steht Steinigung. Das wird aber kein Christ sagen, wird sagen, nee, Jesus hat alles aufgelöst, obwohl Jesus ganz klar sagt in der Bergpredigt, deswegen ist er nicht gekommen. Das heißt, sie legen ihm Worte in den Mund. Muslime sagen also, eure Schriften sind verfälscht und entstellt und die Durchschnitts- und Möchtegern- und Hobbychristen machen tausende von Videos, um zu sagen, wie können die Muslime so etwas sagen, dass die Bibel verfälscht wäre? Wie kann der Koran sagen, dass die Worte in den alten Schriften entstellt wurden und so weiter und so fort? Jetzt schauen wir uns mal an, was nicht die Durchschnittschristen oder Hobbychristen, sondern was die Theologen ihrer eigenen Religion sagen. Und da haben wir der Theologe Nummer 8, ja, das ist im Internet, das ist eine Herausgabe von Theologen. Und was sagen die? Wie der Teufel in der Bibel hauste, können wir da lesen. Ja? Wie der Teufel in der Bibel hauste. So. Und dann lesen wir einfach. Glaubt man der Bibel, dann hätte Gott zur Zeit des Mose zum Beispiel Völkermorde und Tieropfer befohlen. Jesus von Nazareth lehrt jedoch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, zunächst einmal wird jetzt eine Gegenüberstellung gemacht zwischen dem Neuen Testament und im Alten Testament, dass ich das widersprechen würde. Aber ihr werdet gleich sehen, dass das noch tiefgreifender geht. Das Opfern von Tieren lehrt er nicht. Stattdessen treibt er die Tierhändler aus dem Tempel hinaus. Das ist natürlich nicht richtig. Das sind nicht die Tierhändler, ja, sondern das sind die Geldwechsler, die dort aus dem Tempel ausgetrieben werden. Aber ich sage ja nicht, dass jetzt der Theologe das Ideal ist. Ich sage nur, wie sie jetzt ihre eigenen Schriften darstellen. Wie der Teufel in der Bibel hauste, lautet die Überschrift im Theologen Nummer 8. Dazu muss man sagen, dass
hier nicht ich das Verständnis von den Theologen Nummer 8 teile in allen Punkten, aber sie doch zur Erkenntnis kommen, dass das barbarische Wort in der Bibel unmöglich Gottes Wort sein kann. Zu dieser Erkenntnis kommen sie und dann lesen wir weiter. Hat sich Gott also geändert oder stehen hinter dem Gott der Bibel zwei Götter oder mehrere? Warum gibt es so viele Widersprüche in der Bibel, fragt der Theologe. Das sind Theologen, ja, das sind christliche Theologen, das sind jetzt nicht Muslime, die die Bibel auseinandernehmen, sondern das sind deren Gelehrte. Und woran kann man sich halten, fragen sie. Ja. Und dann lesen wir weiter. In ihrem aktuellen Katechismus erklärt die katholische Kirche zu dieser Frage verbindlich, das Alte Testament bereitet das Neue vor, während dies das Alte vollendet. Beide erhellen einander, beide sind wahres Wort Gottes. Und die evangelische Kirche hat in ihren Bekenntnisschriften bis heute verbindlich festgelegt, sowohl das Alte, jetzt passt mal gut auf, was da steht, damit auch die Hobbychristen auf YouTube wissen, worauf sie bauen, sowohl das Alte als auch das Neue Testament sind einzige Richter, Regel und Richtschnur, nach welchen müssen alle Lehren erkannt und geurteilt werden, ob sie gut oder böse, recht oder unrecht sind. Das heißt, man sagt, selbst wenn sie unrecht sind, ja, wie wir alle selber lesen können, eine Frau, die vergewaltigt wurde, weil sie nicht laut genug geschrien hat, soll gesteinigt werden. Jetzt stellt man sich vor, die Vergewaltigte wird der Mund zugehalten, kann sie nicht laut genug schreien und trotzdem soll sie gesteinigt werden. Das ist Unrecht. Da sagt also die evangelische Kirche, das muss verbindlich festgelegt werden, dass dieses Richtschnur ist. Das ist Richtschnur. Das heißt also, was da drin steht, die Steinigung und alles, was da drin steht, ist Richtschnur. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Weil sie genau wissen, das ist die Richtschnur, dass Jesus dieses nicht aufhebt. In der Bergpredigt sagt er nämlich, aber die Hobbychristen wird was anderes von der Kirchenkanzlei gefaselt. Aber wenn die Theologen untereinander sind, ja, dann geben sie zum Besten, was die Wahrheit ist, was wir Muslime den Hobbychristen vorhalten, die sich von der Kirchenkanzlei irgendetwas vordichten lassen, was nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, das ist Richtschnur. Das heißt, von wegen, sie wissen es ganz genau, dass Jesus es nicht aufgelöst hat. Das Alte Testament ist nicht aufgelöst. Es gibt nicht ein neues Bündnis und das Alte ist aufgelöst. Das ist eine Lüge. Das wird den Menschen vorgehalten, weil die bestialischen Verse im Alten Testament einfach nicht aufrecht gehalten werden können einem Hobbychristen gegenüber. Du kannst einem Hobbychristen gegenüber nicht sagen, Jesus predigte die Liebe, aber löste das Gesetz nicht auf. Ja, ein Kind, das seinen Eltern flucht, soll sterben. Das löste Jesus nicht auf. Das kannst du so einem nicht sagen. Du musst ihm sagen, das ist ein neuer Bund. Und wenn da auch steht, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, wer auch nur eines der kleinsten Gesetze aufhebt, ist der geringste im Himmelreich. Er bekräftigt also das Gesetz des Alten Testaments, weil er sich ausdrücklich auf die Propheten des Alten Testaments beruft, indem er nämlich sagt, ich bin nicht gekommen, die Propheten aufzulösen. Damit meint er nicht, die Propheten in Salzsäure auflösen. Das heißt, deren Botschaft, deren Gesetze, die nicht aufgelöst werden dürfen, Entschuldigung, die also nicht aufgelöst werden dürfen. Das ist der Punkt. Ja, aber dem Hobbychristen wird natürlich das nicht vorgehalten, weil sonst würden die Menschen scharenweise aus den Religionen hinauslaufen. Und man sagt ihnen, das ist Gottes inspiriertes Wort. Weil wenn man ihnen sagen würde, dass die Bibel entstellt ist, dann müsste man ja ein Armutszeugnis ausstellen und sagen, die Muslime haben recht. Wir haben zwar die Muslime über Jahre und Jahre über Jahre verteufelt, weil sie uns gesagt haben, dass die Bibel entstellt ist. Und wir gesagt haben, wie können sie das von Gottes Wort sagen? Aber selber kommen sie zu der Erkenntnis, dass es so ist. Und dann geht das weiter hier bei Theologe Nummer 8. Es kommen übrigens sehr viele Fragen, wie zum Beispiel, woran soll sich der Leser aber dann halten, wenn er an den Gott der Bibel glauben will? Das wird also auch die Widersprüche deutlich gemacht. Und was versucht man? Versucht jetzt rauszupicken, ja, was schön ist, ja, also nach Neigung. Ja, man nimmt sich jetzt das Bibelwort vor und sagt, das, was jetzt nicht rechtens ist, was also nach Neigung nicht gefällt, nehmen wir raus und sagen, das ist eine Fälschung. Ja, aber das ist ja zumindest schon mal der erste Schritt zu kapieren und zu verstehen, dass mit der Bibel etwas nicht stimmt. Und sie kommen natürlich auch zu dieser Erkenntnis. Sie können es auch gar nicht aufrechterhalten. In ihrem theologischen Diskurs können sie ja nicht einfach sagen, Jesus hat das Alte Testament aufgelöst. Sie wissen selber, dass es in der Bergpredigt nicht steht. Und sie können nicht auf dieser Lüge eine ganze Religion bauen.
Das heißt, wir haben es gerade selber gesehen, dass das Manifest der katholischen und der evangelischen Kirche ist, das hat alles sein Manifest. Nichts davon ist aufgelöst. Auch wenn es uns unrecht erscheint, ist es unsere Richtschnur. Das heißt, man bestätigt die Steinigung als Strafe, wie sie in den Schriften drinsteht. Denn das ist das Unrechte, was da drin steht, eine Vergewaltigte zu steinigen, weil sie nicht laut genug geschrien hat. Und noch vieles, vieles mehr, was ich hier an dieser Stelle gar nicht ausführen möchte. Und dann gehen wir mal weiter. Und da sagen hier diese Schrift, unbestritten ist, geändert haben sich die Menschen, welche die Texte der Bibel geschrieben haben. Ja? Und man könnte fragen, wer hat sie jeweils inspiriert? Nur der Schöpfergott, den Jesus Vater nannte, oder auch ein anderer? Vielleicht der Teufel, steht im Theologen Nummer 8 im Internet nachlesbar und das ist auch als Printschrift erhältlich. Lesen Sie und vergleichen Sie und entscheiden Sie selbst, wie Sie darüber denken möchten. Ja, das sagen Theologen und dann kommt eine Tabelle und dann wird hier die Tabelle wie folgt aufgemacht. Und zwar, die ursprüngliche Botschaft heißt es, ja, wie die sich das vorstellen, das heißt, sie picken sich jetzt die Verse heraus, die einem Konzept irgendwo zusagt und wie der Teufel in der Bibel hauste. Sie gehen also einen gewaltigen Schritt jetzt in die Richtung, dass sie sagen, wir Muslime sagen, ja, ihr Menschen habt Juden und Christen mit der Zeit die Bibel entstellt, habt nicht aufgepasst, dass die Schrift beibehalten wurde. Jeremia 8,8 halten wir den Menschen vor, wo Jeremia der Prophet sagt, was habt ihr die heilige Schrift? Es ist nur eitel Lüge, was euch die Schriftgelehrten setzen. Ja, also selbst die Bibel bezeugt es. Und die Muslime sagen, dass das die Menschen gemacht haben, ja, durch Übermittlungsfehler, durch Vergessen. Aber nicht einmal, dass man sagt, der Satan hätte das getan. Und jetzt kommen die Theologen und sagen, wie der Teufel in der Bibel haust und machen eine Gegenüberstellung, was der Teufel in der Bibel verändert hat. Ja, zum Beispiel hier, Gottes sehr gute Schöpfung, Mensch und Tier ernähren sich von Pflanzen und Früchten, gibt es ja als Überschrift, man bezieht sich auf 1. Moses, ja, 29 bis 31, Gott spricht zu den Menschen, seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise, aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war gut. Und dann sagen die Änderung, Mensch darf Furcht und Schrecken verbreiten und alles essen, was sich bewegt. In 1. Moses 9,2,4, nach der Sintflut soll Gott zu den Menschen anders gesprochen haben. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln und dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer, in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Das heißt, hier sagt man also hier, wie der Teufel in der Bibel hauste und ursprüngliche Botschaft. Das wird jetzt zu weit führen, ihr könnt euch das selber ansehen, ja, www.theologe.de und da hat man also hier die entsprechenden Verfälschung, also immer hier auf der Seite, was der Teufel sozusagen verfälscht hat. Hier hat man die Verschonung, wenigstens einige Tiere sind jetzt vor dem Schlechter geschützt. Und dann sagt man sogar hier, 1. Korinther, das ist Paulus, jetzt dürfen alle Tiere ohne Einschränkung gegessen werden. Das ist übrigens auch nochmal eine ganz interessante Geschichte, dass selbstverständlich nie davon die Rede war. Und das sagt ja auch der Theologe, im Alten Testament selber, ja, sind eben bestimmte Speisen verboten. Das bestätigen die Theologen. Und jetzt verpönen sie, was Paulus sagt. Im Neuen Testament erfolgt die dritte Änderung. Paulus erklärt dort, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert, denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Lest Jesaja 65, was Jesus nicht auflöst. Und was steht da? Diejenigen, die Schweinefleisch fressen und sich heilig glauben, sie werden in der Hölle brennen. Ja, so ist die sinngemäße Zusammenfassung. Das heißt, man bekommt jetzt hier mal einen Eindruck, das kann man sich alles dann mal durchlesen, ja, zum Beispiel, Gott, ich habe keine Opfer geboten, sie sind mir ein Greuel und dann hier die teuflische Entstellung angeblich, Gott bringt mir Opfer dar. Was natürlich hier nicht verstanden wird, das wird auch wieder so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, Gott hat im Alten Testament nicht gesagt, dass er keine Tieropfer haben möchte, sondern, und das ist ganz wichtig,
Er sagt, esset das Fleisch. Die Menge an Fleisch und Blut interessiert mich doch nicht, denn die haben das Fleisch nicht gegessen, sonst wird ja der Befehl nicht folgen, esset ihr das Fleisch. Ja, das ist auch in Jeremia und auch an anderen Stellen, da sieht man plötzlich, was bietet ihr mir das Opfer da? Esset es Fleisch. Das heißt, sie haben tatsächlich, wie das auch die Götzendiener gemacht haben, die Tiere geschlachtet und Gott als Opfer dargeboten. Ja, das will Gott nicht. Gott will nicht die Tieropfer. Deswegen heißt es auch im Heiligen Koran, nicht das Fleisch und der Blut und das Blut erreicht Gott, sondern die Gottesfurcht. Es ging also bei dem Opfer nur darum, die Gottesfurcht, den Gehorsam Gott zu erweisen, aber doch nicht, wie man das bei den Götzen gemacht hat, Menschenopfer und Tieropfer dem einen Gott darzubieten. Deswegen steht dann auch da, dass das Opfer nicht gewollt ist, und das ist kein Widerspruch. Ja? Also die erkennen jetzt einen Widerspruch, weil sie alleine den Sachverhalt nicht erfassen. Ja? Von Gott sollen aber auch die Anweisungen kommen, dass bei allen Festen Tiere ermordet und verbrannt werden müssen, zum lieblichen Duft für den Herrn, zum Beispiel am Neujahrstag, am Versöhnungstag, zum Passafest, Wochenfest, Laubhüttenfest oder zum Fest der Erstlingsgabe, 4. Mose 28 und 29. Es geht also um die Gottesfurcht. Ja, die Bibel arbeitet ja auch mit Metaphern. Das heißt, wir nehmen jetzt als Muslime sogar das in Schutz, was die jetzt verwerfen. Der liebliche Duft ist nicht der Duft des Blutes, materiell betrachtet, ja, sondern das ist die Gottesfurcht. Ja, das ist eine Metapher. Und es geht einfach darum, dass Gott sagt, er will nicht die Tieropfer, er will nicht das Blut. Übrigens dann in Jesaja 60 sagt Gott, dass er das Opfer sehr wohl nimmt. Und zwar wo? Von den Kindern Ismaels und wo in Arabien. Das ist ein, Jesaja 60 ist ein Vers, wo alle drüber stolpern und sagen, wie sollen wir das werten? Dann sagen sie, es hat sich noch nicht erfüllt. Weil sie es nicht erkennen, sagen alle, Jesaja 60 hat sich noch nicht erfüllt. Das Haus Gottes auf Erden, wo die Kinder Ismaels kommen, ihr Tieropfer darzubringen, hat sich noch nicht erfüllt. Aber was passiert in Mekka? Die Kinder Ismaels bringen zum Haus Gottes ihre Tieropfer und siehe da, es ist ein köstlicher Eckstein, so wie verkündet in der Bibel. Aber du kannst denen das alles darlegen, sie sagen, es hat sich noch nicht erfüllt. Wahrscheinlich am Ende, wenn es ganz, ganz wenige Menschen gibt, wenn die Zivilisation wieder zerstört ist, weil da ist davon ist in diesen Versen die Rede von Kamelen, auf denen dann die Pilgerer kommen. Ja, wir wissen, dass das schon längst eingetreten ist, aber wenn die sagen, das trifft noch ein in der Endzeit, das heißt, das Haus Gottes ist dann den letzten Menschen vorbehalten. Alle anderen vorher kennen das Haus Gottes nicht. Nur die letzten Menschen, ja, die letzten, die dem großen Krieg überlebt haben, die scharen sich dann um das Haus Gottes und dafür sozusagen wurde alles erschaffen, damit die letzten Menschen am Ende dann sehen können, wie das Haus Gottes erstrahlt. Wie dumm muss man sein, so etwas zu glauben und die Erfüllung des Wortes in Arabien einfach abzulehnen, einfach zu sagen nein, obwohl es ganz genau und hundertprozentig wortgetreu sich erfüllt hat. Die Kinder Ismaels bringen ihre Tieropfer zum Haus Gottes und das Haus Gottes ist ein köstlicher Eckstein, umgeben von den Kindern Ismaels in Kedar in Arabien. Alles hat sich erfüllt und was sagen sie? Weil sie mit Jesaja 60 nichts anfangen können, weil sie das nicht in die Erfüllung bekommen zu ihrer eigenen religiösen Geschichte, das trifft noch ein. Obwohl es eingetroffen ist, weil sie den Propheten Mohammed a.s. und den Islam nicht erkennen, sagen sie, es hat sich noch nicht erfüllt. Und 1,5 Milliarden Menschen, die ihnen sagen, das hat sich schon erfüllt, die übersehen sie wohlwollend. So, und also ihr seht also jetzt hier dann die Gegenüberstellungen, wo man also sagt, tatsächlich von Theologen, die Bibel ist entstellt. Man hat hier eine ganz große Liste, kann ich das mal hier so durchscrollen, wie gesagt, www.theologe.de und dann /theologe8htm, dann hat man also auch wirklich direkt diese Seite und nicht nur die Übersichtsseite. Und da hat man dann also auch die Widersprüche herausgearbeitet, über Paulusbriefe, Neue Testament, die Fehler im Neuen Testament, im Evangelium. Also die haben gar nichts ausgelassen. Fehler über Fehler und nennen das Intervention des Teufels. Ja? Also hier könnt ihr das nochmal sehen, ganz deutlich, die Überschrift hier. Ja, wie der Teufel in der Bibel hauste, Theologe Nummer 8. Und dann natürlich auch nochmal das Manifest der katholischen evangelischen Kirche. Auch wenn die Schriften unrecht sind, alles hat seine Gültigkeit. Ja, jetzt entschuldigt mich bitte, misst man in Deutschland mit zweierlei Maß? Wenn die Muslime sagen, ja, dem Dieb steht in unseren Schriften, dem hackt die Hand ab. Ja, das ist verfassungsfeindlich. Aber die katholische evangelische Kirche, die sich in ihrem Manifest sagt, das ist tatsächlich, worauf wir uns berufen. Nämlich, was im Alten Testament steht, wo steht, Kinder, die ihre Eltern fluchen, müssen gesteinigt werden. Wo die Steinigungsstrafe steht für vergewaltigten Opfer, die nicht laut genug geschrien haben. Das ist natürlich dann nicht verfassungsfeindlich.
Das ist dann religiöse Freiheit. Wenn wir nicht aufhören, mit zweierlei Maß zu messen, und wenn wirklich hier doch der Punkt ist, wir sind die Hausreligion, ja, aus welchem Grunde auch immer, ja, also doch keine Religionsgleichheit, wir haben das Recht, ungerechter zu sein, dann haben wir ein ganz großes Problem und dann ist die ganze Diskussion und Debatte in Deutschland auch scheinheilig. Sondern wenn wir von Religionsgleichheit sprechen und vom Gesetz sind alle Religionen gleich, dann muss es auch darum gehen, dass nicht das Christentum die Leitwährung ist, ja, so wie der Dollar oder so oder Euro, sondern dass alle Religionen vom Gesetz gleich behandelt werden. Und dann muss verstanden werden, dass in den Schriften Gesetze stehen, die eben in der Politik nichts verloren haben, hier im Moment, und deswegen auch den Verfassungsschutz sicherlich auch nicht interessieren, weil sagen, Religion ist Religion, Politik ist Politik. Das muss aber auch für die Muslime gelten, die genauso wenig, Pierre Vogel und Co., EZB, genauso wenig politisch aktiv sein möchten. Sie wollen nur die Menschen zum Islam rufen, in Form einer religiösen Überzeugung und Predigt. Ja. Aber wie gesagt, für die Hobbychristen auf YouTube, die alles immer nur bestreiten wollen, die sagen, der Sharia, der ist jemand, der haut die Verse nur aus dem Kontext, dann sollen sie ihre eigenen Theologen auch mit dem gleichen Mist bewerfen, denn wenn ihr euch das hier auf dieser Internetseite durchlest, werdet ihr zur gleichen Schlusskonsequenz, zur gleichen Quintessenz kommen. Und ja, was bleibt dann noch zu sagen? Glaubt man jetzt endlich mal den Muslimen, dass eure Schriften entstellt sind oder selbst dann nicht? Ja? Selbst dann glaubt man, dass die Bibel Gottes Wort ist und sagt, es ist ungerecht. Ja? Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche sagt, es ist ungerecht, aber wir nehmen es an. Mit anderen Worten, die Kirche bestätigt, dass das Wort Gottes, für das sie, als das Wort Gottes halten, dass dieses Unrecht ist. Hier steht sogar, ob sie gut oder böse, hier, lest selber, ob sie gut oder böse, recht oder unrecht sind. Das heißt, indifferent, es ist Wort Gottes, das heißt, sie unterstellen, dass Gottes Wort böse ist, dass es unrecht ist und dass es trotzdem so hingenommen wird. Macht euch mal langsam eure Gedanken und findet so langsam aber sicher den Weg zum Heil und lasst euch nicht weiter belügen und betrügen, wo euch Halbwahrheiten dargestellt werden, wo ihr immer noch glaubt, Jesus am Kreuz ist für die Sünden gestorben, wie die Kirche so viele Jahre immer gepredigt hat und selber wissen sie insgeheim, dass dem so nicht ist, dass das Alte Testament Bestand hat und nicht aufgelöst ist und dass man sogar so weit geht, dass auch wenn es böse und unrecht ist, man es trotzdem als Gottes Wort hinnimmt. Sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist so, wie es ist und wir nehmen es als solches hin.